heute mal wieder ein Movie von mir. Und zwar befinden wir uns heute auf der Sukhumvit Road. Ich werde euch das gleich zeigen. Wir werden bei hier ablaufen. Wir sind ja immer woanders. Und in demzufolge, falls euch meine Movies gefallen, ihr könnt ein Abo da lassen, ein Like, ein Comment. Natürlich benimmt ihr, wer genau wissen will, wann ich online gehe, müsst ihr die Glocke noch betätigen. So, es gibt hier einige diverse Geschäfte, haben schon immer auf. Und wir gucken mal rum. Es ist so, es ist natürlich die Sukhumvit Road, immer voll, immer Autos. Und ja, ich hoffe, dass wir das so ein bisschen hinkriegen mit, dass ihr auch was versteht. So, ich werde mal rumschalten. Also, wir sind in Chongqing. Und zwar haben wir hier vorne die Deposit Road, die Makro. Ihr seht es hier. Die Tankstelle. Und Cockpit. Da kann man Reifen wechseln lassen. Im Schnitt ist es so, dass ihr auch Garantie kriegt. Beziehungsweise, wenn ihr mal einen Nagel rein habt, könnt ihr da hinfahren. Und das wird umsonst. Ihr braucht da nichts bezahlen. Repariert. So, wir gucken mal rum. Wir haben hier ein sehr schöne Verkaufswege hier, ihr seht das hier, alles mit Butter, Tiere, sehr, sehr schön gemacht. Stiere, Dagwai, Tiger, der Tiger, ihr wisst schon, wo man hier die Steinplätze, das sind die Häuschen, damit die Geister nicht unbedingt kommen, ja, diverse, ja, Dinos, Löwen und, ja, ihr seht es ja hier, alles sehr schön gemacht. Ihr seht es hier, wir wollen jetzt nicht unbedingt reingehen, deswegen gucken wir mal hier, hier der Yak, wieder zwei Löwen. Also sehr, sehr schön anzuschauen. Ist natürlich hier immer mächtig voll, ihr seht es hier. Und wir gucken mal weiter. So. It's okay, it's okay. Okay. My belay. So. Kap. Also, mein Moped hat im Weg gestanden, hat es einfach weggeräumt, aber er hat gefragt. So, hier haben wir natürlich, ich habe schon mal reingeguckt, sehr, sehr günstig. So, wir gehen mal hier rum. Es ist natürlich ein bisschen weit weg vom Schuss und deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr günstig. So, ihr seht es hier, alles auch sehr schön gemacht. So, also, ich würde sagen, bevor wir weitergehen, Werbung! So, hier mein Wohnhaus. Da ist alles immer sehr eigenartig gemacht, wie das Carport hier für den Mercedes, hier die Küche und hier haben wir ein Restaurant. Es ist ein Barbecue, ich war schon mal abends hier, es ist so, es ist nicht unbedingt sehr voll. Aber wie gesagt, das müsst ihr selber wissen. An sich ist es noch geschlossen. Aber ihr seht, es ist abends. Ja, wie gesagt, nicht sehr gut gefüllt.
Es ist wahrscheinlich hier nur Seafood. Man sieht es hier. Und ja, wir gehen einfach mal weiter. So, hier haben wir überall diverse... Na, hoi, super Auto. Diverse Werkstätten. Ihr seht es hier. Mit Hundi. Sieht ganz schön mies aus. Hier haben wir diesen... Eine Autowerkstatt. Ja, mit Abgas ist egal, einfach Auspuff drauf und gut. Hier gibt es sowas noch nicht mit. Also TÜV ja, aber ich sag euch nur eins. Ich war schon mal beim TÜV. Ist okay? Nee. Und ja, was wir da erlebt haben, ist wieder eine extra Geschichte. So. Hier haben wir Autoverkauf. Allerdings. Würde ich beim Autokauf euch raten, lieber im Isan zu holen, weil hier in Pattaya ist es enorm teuer. Ich habe das schon mal abgecheckt, ich wollte ja damals einen Zweitwagen und ja, die Preise waren wahnsinnig hoch. So, was haben wir hier? Eine Werkstatt. Okay, gab Waschmaschinen, sonstiges, ihr seht das. Es ist natürlich so, man kann das so ein bisschen wie DDR sehen noch. Es wird eben auch alles zurechtgebogen und zurechtgemacht. So, ansonsten hier haben wir eine Aufheizungswerkstatt, wahrscheinlich für Sessel oder Möbel. Ihr seht es hier. Aber die gab, wie er arbeitet und macht und immer alle höflich. Hier haben wir noch ein kleines Restaurant. Wir können ja mal hier schnell reinlaufen. Dass wir das auch mal sehen, wie das so in die Seitengänge aussieht. Allerdings sagen, bevor wir weitergehen, gehen wir kurz in die Werbung. So, da ist er wieder. Ja, ihr seht das, es ist so, wird hier gesammelt für den Altstoffhandel. Also wir haben ja keine Rückgaberechte, wir haben hier nur in Thailand Altstoffhandel. So. Wir haben eine Wohneinheit mit Hundi, ihr seht es, die Oma liegt dort und liest ein Buch. Ansonsten sieht es natürlich, es ist so, die Leute leben hier so, das macht denen alles nichts aus. Hier, was haben wir hier? Also die Verkaufswagen hier, die werden wahrscheinlich etwas später losfahren. Mit Kuchen und sowas. Ja, es ist immer ein bisschen cringig, würden wir sagen, aber man liebt so. Ja, ja. Hinterm Zaun einen großen Mund, eine große Fresse, kann man sagen. So, also wir ziehen mal weiter, wir gehen hier nur so ein bisschen rum. Wir wollen hier nicht unbedingt den Leuten so sehr nahe kommen. Deswegen guck mal hier nochmal rum. So, ist natürlich, wenn die Hunde bellen und alles, nicht immer sehr angenehm. So, wir gehen mal zurück. Ja, schön mit Pflanzen gemacht. Man braucht im Schnitt auch die Pflanzen nie gießen, weil das geht alles hier irgendwie von alleine. So, also, wir gehen mal ein bisschen vor, dass wir das mal oben hier sehen. Guckt euch mal hier. Irgendwann
dann nimmt der Baum die Strommasten ein und dann gibt es ein Problem. Im Schnitt ist es so, dass vorher nichts gemacht wird, sondern wenn man, erst wenn es zu spät ist, sagen wir es mal so. So, wir, also alles freundliche, nette Menschen, sie grüßen, ist es natürlich so, dass man ja immer die Hoffnung hegt, dass ich irgendwas kaufe oder was mitnehme, ihr wisst schon. So, ansonsten, was haben wir hier jetzt? Hier ist nochmal geschlossen, RK. Hier ist nochmal Autoreparatur oder ähnliches. Hier hinten wohnen die Leute, ihr seht es hier. Ansonsten haben wir noch einen Verkaufsladen. Was haben wir hier jetzt? Ist stehen geblieben. Ja, wird wieder Korea oder China sein. Wir huschen mal schnell weiter. So, hier haben wir, das wird abends erst auf sein. Und hier eine typische Werkstatt. Ja, ja, ihr hört mich gerade nicht, der hat zu tun. So, was ich hab, die gucken ein bisschen rum hier. Ja, ist immer sehr interessant. Und ja, ja, wir haben noch einen Werbeblock rein. Und dann geht's weiter. Also, hier ist Batteriekauf. Ihr seht das hier. Die Europäer kaufen gerade Batterien. Es ist so im Schnitt. Also es ist zumindest mein Empfinden, dass hier die Batterien nicht so sehr lange halten. 2-3 Jahre. Ich gehe mal davon aus, dass es an der Hitze liegt. Beziehungsweise es ist manchmal so, dass die Teils jedes Stückchen fahren, auch 10 Meter und dadurch leidet natürlich die Batterie und da muss man öfters mal eine holen. So, also wir halten nochmal rum. Das ist wieder so typisch, Batterieladen. So, hier haben wir ein verlassenes Lädchen. Wir gucken mal rein, das sieht ja ui wüst aus. Wir müssen natürlich hier aufpassen. Völlig verlassen und randaliert. Ja, ist so wie es ist. Es ist halt Thailand. Also hier sieht man auch die Bauweise sehr schön mit den aufgehängenden Platten. Man hat natürlich alles abgebaut. Ich habe das schon ein paar Mal in Movies gesagt, dass hier das so altüblich ist, dass man einfach das, was man nicht braucht, lässt man liegen und das, was man braucht, nimmt man mit. Egal, ob der Vormieter die Platten dran hatte oder nicht. So. Oh, hier wird es ein bisschen eng. So, wo sind wir hier? Ach, das ist eine Busstation hier. Ihr seht es hier. Nach Ekamai, Moshit, also Richtung Bangkok. Und zwar mit dem Bus die Preise. Halte ich mal schnell rein. Ihr seht es hier. Nach Moshit 180 Baht, Ekamai 180 Baht. Also, man kann hier warten und dann wird man mit dem kleinen Bus rübergefahren. Ansonsten sind wir hier in der Buden Kanchana. Ihr seht es ja, wir haben hier noch einen riesen Tempel. Und würde ich aber sagen, die Straße laufen wir etwas später ab. Wer meine Movies schon sehr, sehr lange guckt, der weiß, dass ich hier früher gewohnt habe. Aber noch 200 Meter hin. So, wir gucken nochmal schnell hier rein.
Und was haben wir hier? Also noch eine Autowerkstatt. Wie gesagt, wer sein Auto oder Moped reparieren möchte, ist wahrscheinlich hier ganz richtig. In dem Sinne würde ich sagen, das soll es heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, meine Movies gefallen euch. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu und guckt bis zum Schluss und werdet alle glücklich. Wir werden jetzt noch ein paar Abschlussbilder machen und ein paar Schnellaufnahmen. In dem Sinne würde ich sagen, euer Mann in Pattaya. Bis die Tage, bye bye. Hallo Leute, das neue Video geht da. Oder zum Abonnieren da. Ja. Und das andere Movie da. Ja. Oder was da. Oder was da? Oder da? Oder da? Ja, irgendwo da ist es! Oder neues da. Movie! Oder da! Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden! Yeah! Und nicht vergessen! Abo! Abo! Abonnieren! Naja, irgendwo! Abo!